Da hat mir jemand, der noch nicht so viel Erfahrung hat. Panzersektion, Mauer seid ihr sitzt mir gerade aufs im Gesicht, Kampf? aufs Gehirn. Negativ. Könnt ihr mal Richtung Süden kommen? Da steht Halt, ein dieser Kampf durch, der Kampf Logitruck steht am und ist auf dem Fragezeichenmarker. Weg zu Alles schießen. klar, machen wir uns auf den Weg. Beim Fragezeichen steht ein Logitruck, da fahren wir erstmal hin. Meine Frage, haben wir schon Fleisch in der Nähe des Punktes, Das beziehungsweise ist eine ein bisschen rau. Munitionskiste? Bewegung vor mir, es müssen Panzer sein, ja. Panzer ist vor mir, meine Blickrichtung. Etwa Alles 200 klar. Meter. Bitte nochmal wiederholen. Bitte Dann nochmal wiederholen. kommen wir dran Meine vorbei. Position Eine Frage, haben ist wir eine gute Position. Fleisch oder Fährt gerade nach Munition Osten, in der Nähe des weil Punktes? sie auch anhält. Hauptstraße. Im Augenblick Kommt kann direkt auf man euch noch einen meinem Weg. LKW hinschicken, der euch Gut, das dann verlegen wir Material erstmal zu abliefert, dir wenn und ihr das dann. wollt. Damit Dann ihr dann könnt ihr selber selber fahren blockieren. könnt. Ja, ich habe grob einen Panzer markiert. Gut, okay, dann machen wir das so. Alles klar, Pioniere unterwegs. Wir haben den Feindpanzer aufgeklärt, wir gehen gleich dem Feuerkampf. Da. Ihr könnt Ja, beide alles klar. flankieren, Aber wenn ihr jetzt kommt. Und dann steht schauen direkt hintereinander. Das schaffen wir. So, Richtung Süden müssten sie sein. Beide Blickrichtung. Ja, hier hängt zu viel Busch vor. Dann fahr drüber. Naja, Fahr schneller einfach bist drüber. schon sehen, aber. Nein, denn sie gucken komplett in die andere Richtung. Könnt ihr beide abknallen. Oh, ich sehe sie, ich sehe sie. Oh, fuck. Alles klar, stopp. Wenn du sie siehst, Feuer frei. Zuerst den hinteren. Den hinteren, den hinteren. Ich hoffe, ich habe noch genug Kriegst du die die Runde? Munition. Dann noch Ja, ein schnell, Stückchen vor. schnell, schnell, schnell. Mein Gott. Wir haben zwei Feindpanzer. Alter, Fahr vor, 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 Alter, vor, vor. vor, vor, vor. Dann machst du kaputt. Sag, sobald du wirken kannst. Stopp! Stopp, Feuer. So, jetzt gib den beiden Saurus. Sind dabei. Los, weiter feuern. Wir Jawohl. haben direkten Am besten Infanteriekontakt im hinten Norden. auf dem Gegner Motor befindet sich unter zwischen Smoke Weiter feuern, weiter Einsatzfahrzeuge. feuern. Nee, nee, die Treffer sind schon gut. Ja, noch ein Stückchen tiefer. Unten bei den Gleisketten rein, wenn du kannst. Da kriegst du einen direkten Hit meistens mit dem Motor gleich weggeknallt. Jawohl, den haben wir. Den Ja, anderen der ist anvisieren. weg. Meine Blickrichtung, fliegen meine rein Blickrichtung. von Haben ihn. Nordost. Feuer. Zweiter Panzer fährt auf euch zu, Infanterie. Der fährt weiter die Hauptstraße. Jawohl. Sehr gut. Ja, der war daneben. Verfolgen. Hallo Per Conti, hallo Night Raccoon. Material ist abladen, bauen müsst ihr selber. Viel Glück. Ich schau mal, ob er nach. Da vorne qualmt er. Kannst du wirken? Ansonsten über den Hügel und dann feuern. Braucht ihr noch mehr Material? Weiterfahren. Scheiße, Weiterfahren. Lass die Kanone unten. Alles klar, Zur Not kuscheln wir mit dem. Direkt voraus, links hinter dem Hügel. Kommt direkt links, links, links. Feuer. Stückchen links vom Busch. Zu hoch. Schieß auf den Busch. Genau auf den Angriffsmarker. Feuer. Jawohl. Ein Stückchen höher. Jawohl, gute Treffer. Weiterfeuern. Nee, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Fahrer, bleib einfach stehen. Ich kann nichts sehen. Ich sehe es, ich sehe es. Gebounced. Das klingt gut, sauber. Verlegen zur Repair Station. F-Rock einsteigen, wir verlegen. Double Kill, warte mal kurz. Yep. Zwei Fireflies vernichtet. Das war doch mal schön. Das war schön. Danke fürs Spähen. So, zur Repair Station ja, bei gerne. Crossroads und dann. Wieso Repair? Ihr hättet doch noch zwei Abeller. Ja, trotzdem auf Nummer sicher ja, gehen. Endtreffer haben wir gekriegt. Endtreffer haben wir gekriegt. Okay. Nicht so wie das eine Mal. Alter, da haben Straßen. Da haben wir drei Treffer kassiert und haben trotzdem den Kampf fortgeführt und ja. haben es total vergessen. Ja. YouTube ist offline. Ja, dann spinnt YouTube gerade rum. Das tut mir leid. Und ich glaube, ich dass sie diesmal mit der AE geschossen haben. So wie bei der Runde mit der Chromewell. Naja, mit dem neuen Schadensblade hätte man die ja beide schön die Munition schießen können oder den Sprit. Na, die Munition ist ja schon drin. Man muss sie nur treffen. Ach so. Munition und Motor sind drin, aber der Rest nicht. Break, break, break. Nordöstlicher MSP ist nicht spawnbar.
Abbruch nach Südwesten fahren zum MSP. Der ist gerade nicht spawnbar. HE laden. Ja, HE. Relais, der ist momentan noch spawnbar. Das heißt, die müssen noch weiter im Westen sein. Wir haben Feinde im Close an der Scheune. So, gucken wir mal, ob wir den wieder frei bekommen. Wenn irgendwer Platoon Command ist? So, gucken wir, ob ihr da Infanterie seht. Wahrscheinlich ist einer draufgeklettert. Ich guck gleich mal. Bleibt mal ein bisschen auf Abstand. Ich gehe mal ran. Sagen wir noch, hinter dem Baumstamm, der vor dem Truck liegt. Ja, drin liegt keiner. Da liegt der noch drin, oder was? Hast du schon drin kontrolliert? Ladebleche? Ja, habe ich gerade reingeguckt. Da ist keiner. Der liegt hier wahrscheinlich im Gebüsch. Ist wieder spawnbar. Ja, da liegt er im Gebüsch. Lag im Gebüsch. Gut, dann verlegen wir jetzt. Verlegt den MSP. So, gibt der Infanterie noch ein bisschen Deckung. Und dann geht's gleich wieder los. Oh, fuck. Ja, dann verlegt so Repair Station. Wollen Sie den nicht verlegen? Doch, jetzt. Doch. Commander, hörst du mich? Pioniere hier. Ja, achso, ich bin kein Commander. Mach nix. Ich habe dir meine anderen beiden Pioniere rübergeschickt zur Verteidigung, beziehungsweise zur Auskunftswaffe der anderen Spawn Trucks. Ja, so verstanden. Ja, aber die Zeit sollten wir lieber jetzt noch mit einer Ladung unterwegs. Was soll die am nächsten Punkt rumstehen? Wir haben nur einen Transport. Alles klar. Bei der Crossroads zu der Repair Station fahren wir. Die ist direkt an der Kreuzung. Da können wir dann aufmunitionieren. Da treffe ich euch auch und dann ist gut. Ich glaube, die Gegnerpanzer reden nicht miteinander, so wie ihr die erwischt habt. Ich glaube, die reden schon, aber die wussten nicht, von wo wir kommen. Und der eine hat ja Gas gegeben und ist weggefahren. Ist YouTube immer noch down? Falls ja, dann wechsle ich gleich einfach komplett auf Twitch. Stopp! Ich bin gerade eben gefallen. Superstraße, die große rote bei uns am Hauptpunkt ist vermint. Jo, gut. Perfekt. Doch, Dick. Ja, lieber auf Nummer sicher gehen, als es bereuen. Ja, dann gleich Marker, ihr seid, Straße ist vermint. Genau. Achtung an alle. Wir nähern uns jetzt mal von Süden. Bin zwar kein riesen Fan von dem Wald. Autos, Mann. Ein Schuber, das Robert, der gerade gejoint ist. Wer? Die noch mal. Langsam mit auftauchen, die Zwischenhörens. Pontius Glotus. Ah, da, ja, ich seh's. Die Shermans haben. Wir haben, glaube ich, noch so 1-2 Minuten. Nein, YouTube geht, alles klar. Also ja, mal. Ein bisschen brawlen oder so. Mit die Infanterie. Die Infanterie fühlt sich gerade pudelwohl. Die sitzt da wie die Made im Speck. Ich meine, die Gegner. Ach so, ja, den hauen wir gleich auch noch um die Nase. Was war das? Deswegen fahren wir ja südlich. Ich vermute mal, entweder war es dieses übliche Gangschaltungsknacken oder es schießt einer auf uns. Ich würde erst zweiteres sagen. Oh, es macht zu laut jetzt mit dem Platz, obwohl die so schnell sind. Ja. Die habe ich nicht mehr gefahren mit den Dingern. Jetzt fahren die sich auch angenehm und ich freue mich schon aufs neue Schadensmodell. Ja, auf jeden Fall. So, hier auf der Straße. Stopp. Halt. Die wollen uns Wasser. Was habt ihr? Ein MSP von entdeckt. Wo? Vorne rechts im Bett. Uhrzeit euch, 2 Uhr. Alles klar. Fahren wir hin. Danke. 2 Uhr. Wir fahren dahin. Da sollen ein paar Infanterie sein. HE laden. Und dann müsste das hier gleich hier vorne irgendwo sein. Da, ich sehe ihn schon. Stopp. Steht schon hier. Steht schön. Steht.
Feuer. Alles klar, wieder AP laden. Danke an deine Pionierjungs, die haben uns gut zum MSP geleitet. Kein Problem! Warte mal nach Norden, die einsame Infanterie gedrückt voll. Machen wir gleich. Jetzt nach Norden. Soll ich wieder einladen? Nee, lass AP noch drin. Verstanden. Startmaschine ist am Gegner noch mit nach. So, jetzt nach Nordosten. Bleib noch am Wald. Und dann müssten wir gleich der Infanterie richtig schön in die Flanke fallen. Ich hab da direkt voraus 1 Uhr. Nee, 11 Uhr, 11 Uhr, 11 Uhr. Ja, yep, sehe ich auch, Feuer. Und wie Tontauben schießen. Schieß oben auf den Turm. Jawohl, weiterschießen. Und still bleiben, also nicht fahren. Ich fahr nicht, erst wenn er weit raus runterfährt. Jetzt, vorwärts. Vorwärts Marsch. Ich achte auf links, nicht dass wir in eine Falle fahren. Hier ist ein Mörser. Der liegt im Dreck. Direkt voraus. Weiter, fahr weiter. Geh kuscheln. Ja, ich hab gerade gesucht, da ist er. Ja, ich seh ihn noch. Okay, jetzt kommt's uns. Ich fahr direkt auf ihn zu, das ist Rolling. Feuer. Mhm. Genau. Au. Oh. Das war der zweite. Da kam einer von rechts. Links. So. Boah, das war jetzt mein, oder? Ah, der hat jetzt 4 Schüsse gefressen. Denn wir haben hier nur eine 7,5. Die 8, 8er. Aber trotzdem, der hat 4 Schüsse eingesteckt. Naja, der hätte Schrott sein müssen. Wundert mich auch. Ist der letzte Panzermarker akkurat? Beide Panzer sind halbwegs akkurat. Ja, von der Wanne ist aber eine höhere Chance, dass er bounce. Okay. Gerade von vorne. Nee, das war der Panther. Der hat eine Frontalpanzerung von 60 mm und wir haben eine Durchschlagskraft mit APCR von fast 200 mm. Ja, wir müssten durchkommen, aber Postscriptum. Ja. Die APCR-Munition von dem Panther hat eine Durchschlagskraft von 194 mm. Normalerweise. Normalerweise. Scheiße Art. Du scheiße Art, um weiß zu sagen. Ich schmeiß mal kurz einen Italiener vom Server. Wir werden hier aktuell wieder vom Panzer unter Beschuss genommen in der... Obwohl ich jetzt eigentlich eine Pizza essen könnte. Mit Erlaubnis würde ich mal kurz eine Zigarette anmachen. Jo, mach ich mit. Moin, los, mach was kaputt. Du hast verpasst, wie wir die Shermans auseinandergenommen haben. Hallo Rix Rax, hallo Daniel, hallo Dennis. Hallo Nikolai. Der ist doch auch schon länger drauf. Naja. Heißt trotzdem 3 zu 1. Ha. Warst du den letzten in der Cromwell-Runde auch mit dabei? Meine 1? Nein, leider nicht. Ach so, okay. Ich leider auch. Ich leider war es krank. Gute Besserung. Gezockt ab. Schakal, Vorsicht, südlich von dir muss irgendwo Infanterie sein. Unser Rally ist gesprengt worden. Der Panda spawnt da nicht auf der Straße oder spawnt der oben? Ne, der spawnt hier links in der Gasse. Hier. Da. Ich meine, hier eine Stuck ist natürlich auch nett. Ja. Das war wohl alles 3 Reihen, ne? Die ja, ich weiß. So an sich ist sie geil, wegen Tarnung und so was. Ach, das Cromwell-Schießen. Ganz ehrlich, nee. Ach, ich mag sie eigentlich, aber du brauchst halt ein gutes Team, was dir quasi die Feinde zuspielt. Normalerweise ist die Dinger gebaut gegen Infanterie im Städtekampf. Die Häuser wegräumen.
Ah, nachher wurde noch zum Panzerjäger. Richtig. Und das ist der mit dem langen Rohr, also ist das der Panzerjäger. Infanterie nah im Süden. Ja, jetzt stell dir mal vor, es wäre das Sturm versuchen, über beide Eingänge zu pushen. Die Stu. Ich meine, die macht auch böse Löcher. Da möchte ich auch nicht am anderen Ende sein. Nee. Könnt ihr noch halten? Ja, das wird es noch vielen, Alter. Schwierig, wenn die so weit putschen, dann kommt das, Alter. Wow, ja, verstanden, wir sind gleich wieder einsatzbereit. Aber weißt du, ich hab das mir ja eigentlich noch fehlt. Oh. Sieht gerade kritisch aus, wir geben uns Hetzer. Ja, Hetzer, oh ja. 360 Grad 60 Grad MG, ja, Mann, auf jeden Fall. Der heißt Jagdpanzer 38T. Ich weiß. Männlicher Panzer ungefähr bei 7,3. Es weiß wirklich niemand aus der Geschichte, woher der Name Hetzer kommt, weil eigentlich war der Name Hetzer für einen anderen Jagdpanzer gedacht. Ich hatte mal eine Doku gesehen gehabt, und wenn ich mich nicht irre, kam man erst nach dem Krieg auf, dass sie ihn Hetzer genannt haben. Ja. Und der Hetzer, der wurde ja dann später an die Schweizer verkauft. Also die Schweizer den Jagdpanzer 4 finde ich sehr nice. Von den Tschechen. Die haben den dann G13 genannt und haben den im Innenraum mit der Stuck braucht man ein sehr gutes Team. Oh, da steht auch was. Warum leider denn jetzt? Ja, die Stuck. Und die Stuck und der Hetzer waren die einzigen Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, die sogar noch bis zu den 85er Jahren im Einsatz waren. Bei den Araban bis 85. Da haben wir. Schätzchen ist wieder da. Hoffe ich wieder auf den Schützenplatz. Meinetwegen gerne. Ich gehe nur eben auf meinen Kommandantenplatz, dann könnt ihr euch prügeln. So, was die Server angeht, ja. Nee, der Jagdpanther war der. Okay, war die Jagdpanzer-Variante vom Panther. Ja, MG, tack, tack. Alles klar, los, ab an die Front. Vorsicht, Hauptstraße ist vermint. Also am besten direkt südlich fahren. Das ist nicht südlich. Das ist so eine ganz fiese Mauer. Nee, direkt nach Süden. Und dann fahren wir hier an dem kleinen Wäldchen und dann querfeld ein. Ja, Squad sagt aber Jungs, die sollen nicht die Spawnzelle von Verbündeten zerstören. Einer von euch hat gerade meine Spawnzelle zerstört. Da war wohl jemand Trigger happy. Zum Glück ist es schneller als die olle Stück. Das, ja. Aber auch nicht allzu viel. Jagdpanzer 5, genau. Aber reicht. Auf jeden Fall flink machen. Die Zahl beruht immer auf dem Chassis, auf dessen Panzer der aufgebaut ist. Die Stuck 3 offensichtlich auf dem Panzer 3 und sollte eigentlich eine Mini-Artillerie sein. Die Stuck schafft ja gerade mal 32 Schussgeschwindigkeit, wenigstens. Der Jagdpanzer 4 offensichtlich auf dem Panzer 4. Der Jagdpanzer 5 aka Jagdpanther basiert auf dem Panther-Chassis und der Jagdpanther 6, also auch bekannt als Jagdtiger, basiert auf dem Tiger. Was haben wir denn als nächste Map? Driel. Ja, Driel ist gut. Ja, cool, schon ist der Server voll. Nee, yep. So geht das. Ratzfatz. Oh, wir haben gestern wohl eine kleine Runde gespielt. Da muss bloß Drucker reinkommen, dann ist der Server nach 5 Minuten voll. Schleimer. Schönen guten Abend. Ja, aber die Server sind gut besucht nach wie vor. Also so ist es nicht. Ja gut, aber wenn ich spiele, weiß es ja auch irgendwie die halbe Postscriptum-Community. So, und der Firefly macht der Infanterie noch ein bisschen Ärger. Deswegen fahren wir jetzt stumpf nach Westen. Verlegen zu Point of Interest 62. Nein, den Jagdtiger gibt es nicht im Postscriptum. Es gibt auch den Jagdpanther nicht ins Postscriptum. Es gibt den Panzer 3, den Panzer 4, das Sonder-KFZ 232, das Sonder-KFZ 222. Dann gibt es den Jagdpanzer 4, die Stuck 3, den Panther und den Tiger. Und bei den Briten gibt es den Tetrarch, den Staghound oder Greyhound, je nachdem. Den Stuart, den Firefly, den Cromwell und den Churchill. Kein Stress. Und den Matilda, aber den Matilda haben wir noch nicht auf einer Map gesehen.
Aber bei den Briten Plastikpanzern fällt das sowieso nicht auf. Und Panzer, die dazukommen, ist der M4A3, also der stinknormale Sherman und der Puma. Wieder da. Bibi. Nicht auf der Straße fahren. Böser Junge. Hatte ich auch nicht vor. Ja, ja. Habt ihr noch Panzerkontakte? Der Panzer hat einen Hit von meinem PA-Schützen abgekriegt, ist aber noch nicht geplatzt. Wo taumelt der denn rum? Ich sehe keine Panzermarkierung auf der Karte. Ich hab's letztens erlebt, dass ich von hier aus beschossen wurde. Nee, der Panzer ist weiter vorne. Also ja, in den nächsten Fall können wir. Ich mag hier gerade ungern meinen Kopf aus dem Fenster stecken. Östlich vom Cap. Yep, sehe ich auch. Wir fahren in den Wald rein und gucken, ob wir dann von Nordosten wirken können. Da soll noch ein Firefly rumwirken. Ja, eine grobe Markierung reicht mir, dass wir nur wissen West, Ost, Süd, West, Nord. Schräg hinten. Ich habe eine Meinung gemacht, aber ich kann jetzt nicht verstehen, ob das hundertprozentig stimmt. So ungefähr in der Richtung schätze ich ihn ab. Alles klar. Leute, wir kriegen gerade sehr viel Besuch aus dem Westen. Das sind ja bloß noch 8 Minuten. Ja, mir ist ein Feuer! Feindliche FOB aufgeklärt, wir beginnen den Feuerkampf. Armin, rechts noch einer! HE auf die FOB. HE auf die FOB, ja. Damit kriegst du Zeltblatt. Aua. Wir haben direkt neben uns eins zu sitzen. Dann fahrt. Erstmal die FOB. Haut die FOB weg. Ja, erwischt. Hockt er da draußen. Wenn das ein ATler oder ein HEler ist, dann haben wir gleich ein Problem. Also Fahrt. Nein, ist er nicht. Achso. Nee, war kein Heiler. Na, okay, gut. FOB ist down. Jawohl. Dann nach Südwesten verlegen. FOB zerstört. Ja, dann ja. Das ja. Aber Postscriptum ist strukturierter als Squad. Start wieder auf P. Ja, bitte. Wenn nicht explizit der Befehl kommt, HE geladen lassen, immer auf AP wechseln. So, Panzer halt. So, verlegen. Panzer ist nördlich. Der fehlt gerade noch. Ja, ja, der F-Rock fehlt noch. Wir müssen gleich noch spawnen. Fahr mal weiter westlich. Wir müssen gleich den Kampf mit dem Panzer aufnehmen. Die verlieren sonst den Punkt. So, fahr hier durch das Strohfeld und dann müsste er links so auf 11.30 Uhr im Wald auftauchen. Haben die jetzt gerade Artillerie auf uns verschwendet? Möglich. Sollen sie ruhig machen. Könnt ihr den Punkt noch ein bisschen halten? So, gleich auf 12 wahrscheinlich. Ein Stückchen weiter nördlich. So, jetzt geradeaus. Wahrscheinlich hinter der Scheune ist er. Neue Panzermarkierung, 10 Uhr. Bestätigte Feindkontakt mit dem Panzer ist im Osten. Ja, verstanden. So, siehst du? Ansonsten bleibst du ausgerichtet. Ein Stückchen weiter. Panzer gesehen direkt vor euch? Ja. Wir bekämpfen den auch gleich. Halt mal den Turm still. Ich hab gesagt, ich seh gar nicht. Er ist ein bisschen weiter rechts. Angriffsmarker. Rechts. Ich sag Stopp. Rechts. Stopp. Jetzt müsstest du ihn sehen. Siehst du den Angriffsmarker? Ein Stückchen rechts davon. Feuer. Ungefähr Richtung Westen. Firefly. Jawohl, geknackt. Weiter feuern. Entweder haben wir ihn geknackt oder nur den Motor ausgeschaltet. Ist geknackt. Ja, der alles ist, klar. Der ist im Arsch. Verlegen. Stopp. Stopp. Ich hab gerade noch einen Truck gesehen. Sekunde. Schwenk mal zum Angriffsmarker links. Gib Gas. Fahr. Bin dabei.
Bei Panzer, wir bräuchten dringend eure Unterstützung hier. Wir haben nur noch 4,5 Minuten, die wir halten. Wir sind unterwegs und direkt zur Infanterie verlegen. Gruppe 1 unterstützen. Es kommt ein Platoon-Lead ins Squad? Dann spiele ich wieder. Hauptmann, räumen wir dann mal Squad auf? So, jetzt nach Westen. Um die Mauer drumrum. So, ich muss jetzt über Periskop gucken. Jetzt nach Westen. Feuer frei auf alles, was krabbelt. Stopp. Ja, wir bleiben hier und wirken auf alles, was wir sehen. Ich steig mal aus, nördlich krabbelt noch was. Direkt 12 Uhr. Kleine, das hat sich halt wahrscheinlich festgehangen jetzt. Wenn ihr das da geknackt habt, guckt mal die Straße nach Norden hoch. Da läuft noch was rum. Kein Problem. Da steht, weil da schießt was. Ah ja, bleibt da aber nicht zu lange stehen. Die haben hier noch einen Platoon-Commander. Fahrt da mal ein bisschen wieder die Straße zurück. Da kommt ein Flugzeug rein. Zurück. Hört. Alles klar, wird so weitergegeben. Seht ihr das Fragezeichen westlich unserer Position HE drauf? Wir nicht. Negativ, Sie kennen Vorhützer. Ich setz gleich einen Angriffsmarker. Kannst du mich verarzen, dann kann ich meinen Panzer lotsen. Bin schon dabei. Angriffsmarker. Danke, Sani. Moin, moin. Gerade keine Zeit für einen Plausch, muss kämpfen. Wenn David jetzt im Haus war, dann ist auf jeden Fall vorbei. Alles klar, gib ihm noch eine HE und dann nach Osten verlegen. Rückwärts fahren einfach. Hinterm Haus, am Busch. Ja, genau. So, ich steig ein. Kannst uns wegfahren, fahr zurück. Einfach langsam und sicher zurück. Lade auf AP. Jo. Wir fahren jetzt weiter zurück, bis wir bei der gestrichelten Linie ankommen. Dann fahren wir nach Norden. So, ich übernehme wieder Kommandant. Fragezeichenmarkierung. Das in der Mitte, da müsste ein feindliches Spawnzelt sein. Tiger, könnt ihr da mal eine HE reinjagen? Weil wir ein Panther sind, können wir das nicht. Panther, könnt ihr da eine HE reinjagen? Das können wir tun. Wir sollen bei den ganz vielen Fragezeichen sollen ein Spawnzelt sein. Ich setze einen Angriffsmarker, da sollen wir eine HE zwischenjagen. So, direkt vor uns quasi. Ich sehe zwar überhaupt nichts. Kurzen Augenblick, gib mir ein Sekündchen, an dem Baum hier vorbeizukommen. Ich übernehme mal kurz Bug-MG, damit ich hier ein bisschen was sehe. Schieß einfach ein bisschen HE auf das Feld. Ja, ich hab gerade jemanden gekillt. Das ist dann halt so. Es ist Krieg. Irgendwas beschießt uns. Das hört sich nach einem Panzer an. Das hört sich nach einem Panzer. Truppe, im Westen müsste irgendwo wieder ein Panzer sein, falls... Ja, ihr habt verstanden. Ihr habt siehsten. Kannst du wirken? Stopp, halt den Panzer ruhig. Halt den Panzer ruhig. 12 Uhr. 11 Uhr. Links vom Angriffsmarker. Hinter der Scheune. Stückchen höher. Du triffst den Zaun. Panzermarkierung müsste halbwegs akkurat sein. Nee, der steht jetzt direkt hinter dem Ding wahrscheinlich. Triffst ein Feuer. Wir haben ihn, beginnen Feuerkampf.